Ja, wenn 70.000 Leute versammelt sind, dann fragt man sich natürlich, was ist mit der Sicherheit, wenn mal was passiert. Und ich habe hier neben mir den Herrn Blatt, das ist der Einsatzleiter von der Polizei. Herr Blatt, Sie sind der erste Uniformierte, den ich überhaupt sehe. Wo sind die denn alle? Ich auf dem Gelände habe ich keinen einzigen gesehen. Ja, wir haben es von vornherein so eingestellt, dass die polizeiliche Präsenz, was die Uniformen betrifft, nicht im Innenbereich des Veranstaltungsgeländes gewährt ist. Wir wollen keine unnötigen Aggressionen durch das Auftreten der Uniformen zeigen. Wir bleiben im Außenbereich. Im Innenbereich sorgt der Ordnungsdienst des Veranstalters für die Ordnung. Wie viele Leute sind denn überhaupt insgesamt eingesetzt für die Ordnung? Ich möchte summarisch feststellen, wir haben etwa 600 Sicherheitskräfte. Das bedeutet also Veranstalter, Ordner, Sicherheitskräfte der Nürburgring GmbH plus die Polizei. Und ist denn schon was passiert, irgendwie was aufsehenerregendes, was Schlimmes oder so? Hoffentlich nicht, ne? Ich möchte es erfreulicherweise sagen, wir haben es mit einem sehr disziplinierten Publikum zu tun. Für die Polizei ist das sehr erfreulich. Wir können nicht sagen, dass etwas bis jetzt außerhalb des Rahmens liegt. Und ist das denn vergleichbar mit früher auch mit den Rennveranstaltern auf dem Nürburgring, die Massen von Leuten, oder ist damals eigentlich mehr los gewesen, mehr passiert auch? Sicherlich ist es mit der Masse vergleichbar, und wenn Sie einmal das Zelten und Campen betrachten, dann ist das an sich das alte Nürburgring-Flair, wie es früher einmal hier war. Und so, wie ist das mit Parksündern? Also ich meine, da kann man ja heute gar nicht mehr drauf achten, da wird schon das Auge zugedrückt, nicht, wenn die mal ein bisschen komisch stehen. Ja, alles das, was als uns nicht nachher die Abfahrt beeinträchtigt, das bedeutet also, wenn sie nicht unmittelbar auf der Fahrbahn stehen, dann müssen wir schon das Auge zudrücken. Und gefällt Ihnen die Musik auch ein bisschen oder nicht so? Ja, ich würde mich nicht davon abwenden, weil ich allgemein Musik liebe. Und dann muss man für jede Musikrichtung tolerant sein. Okay, dann wünsche ich, dass alles weiter so ruhig bleibt. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal hier die lange Treppe runter, die große Bühne entlang. Und das ist Marek Lieberberg von der Konzertagentur, die das hier auch mit dem ZDF zusammen veranstaltet hat. Wie lange hat denn das gedauert, das hier auf die Beine zu stellen? Also wie Vorbereitungszeit? Die Vorbereitungen laufen jetzt circa ein Jahr, die konkrete Vorbereitungsphase circa 3 Monate. Wir sind mit einem Team von ungefähr 300 Mitarbeitern seit 2 Wochen tätig, um Bühnenanlagen so aufzustellen, dass sie den Präzisionsanforderungen der Gruppen genügen. War das denn am schwierigsten, die Bands überhaupt alle unter einen Hut zu bekommen, oder wo lagen sonst überhaupt Schwierigkeiten? Ich glaube, die Schwierigkeiten lagen zum größten Teil daran, die Behörden, die sich seit Jahren gegen solche Zweitage-Veranstaltungen sperren, die das Ganze diabolisiert haben, davon zu überzeugen, dass das nicht größere Anforderungen an sie stellt als eine normale große Sportveranstaltung. Und ich bin der Meinung, dass wir hier bewiesen haben, dass die Leute weit besser miteinander auskommen, als das auch bei verfeindeten Gruppen etwa in einem Fußballstadion der Fall sein wird. Ja, Saga freuen sich jetzt schon mal auf was Kühles zu trinken, haben sie auch verdient. Für die Festivalbesucher ist ein bisschen schwerer was zu bekommen, denn die können ja nicht hinter die Bühne gehen. Die müssen hier zu diesen Futterkrippen sich durchkämpfen und ist vielleicht auch ein bisschen leer. Die Leute haben natürlich Angst, dass sie nie wieder den Platz finden, wo sie vorher gestanden haben. Aber nach einer Pause wird es wahrscheinlich noch voller. Also die Kamerafahrt ist schon sehr rasant, man schwindelt fast. Hoffentlich stolpert er jetzt nicht. Naja, es gibt natürlich alles zu kaufen. Semmeln, die Bäcker haben in der ganzen Umgegend Tag und Nacht gebacken und gebacken. Dann gibt es natürlich Würste, Kochwürste, Bratwürste, braune Würste, grüne Würste und weiß ich was noch. Alles, was das Herz begehrt. Und zum Schluss natürlich noch ein schönes, herzhaftes Bier. Und jetzt aber zurück auf die